Schütz, die perfekt reinspielt. Auch geil. Und dann ist er da. Perfekt. Und Unlauf halt auch, ne? Oh!
Rest ist natürlich geil, das 10 gegen 10 ist, ne? Der eine da hinten, den hab ich noch gut. Es wäre ein Traumkopfball geworden, aber. So muss er deine Spiele halt auch mal gewinnen und damit ab ins Spielfazit. Wie immer, zwei, drei Stichpunkte vor mir, bisschen Chronologie drin, leg mal los. Am Anfang war schon klar, oder lange vom Spiel war schon klar, über Twitter, Instagram, dies, das, dass eine Choreo kommen wird. Also schon mal der Hype war schon mal da, weil es immer so ein bisschen unerwartet kam, dass eine Choreo kommt gegen Kiel. Gab keinen direkten Anlass dafür, sag ich mal. Dann auch Aufstellung, war ziemlich, ziemlich offensiv. Am Ende gab es da ein bisschen Gründe dafür, Karasau nicht ganz fit gewesen, kam später erst rein, dies, das. Aber am Ende des Tages Stiller, Mio im Mittelfeld, da ist ja Mio auch nicht unbedingt der Parade-Sechser, Achter oder sowas, schon ein bisschen mehr offensiv orientiert. Und davor hast du vier Offensive, Leveling, Rieder, Undav, Bilal, das war schon ziemlich offensiv und meine Interpretation war, gut, schaust du mal direkt, dass du es überrennst, weil du wusstest genau, Anfangsphase ist der VfB gut, Kiel kassiert hier und da auch mal gerne in Anfangsphase, da wollte man vielleicht schon direkt nach 15, 20 Minuten schon 1-2-0 führen oder sowas. Ist nicht ganz gelungen, kam ein bisschen später das 1-0, aber das war so ein bisschen mein Gedankengang. Wie gesagt, ist am Ende nicht passiert, aber schon durchaus eine ziemlich offensive und eben auch ein bisschen rotierte, mit Chase hinten drin zum Beispiel noch, bisschen rotierte Startelf. Bin gespannt, was sich da noch auf den Dienstag tut für Lautern, ob es noch mehr Rotationen gibt, ob die Rotation ähnlich bleibt. Bin ich gespannt drauf, aber auch da muss ich nochmal direkt am Anfang sagen, gehe ich immer gerne drauf ein, auf Gästefans, auf die gegnerischen Fans generell. Und da muss ich sagen, Kiel extrem stabil gewesen bei uns. Bringt da, was waren es, 2.500, 3.000 oder sowas, bringt die mit runter da. Ist ja eine arschlange Auswärtsfahrt. Und auch da muss man sagen, ne, wir haben ein paar Kollegen in der Liga, die wohnen ein bisschen näher, sind ein bisschen näher dran am VfB und die bringen weniger mit und machen weniger Alarm. Ich sag, du kriegst aus der Heimkurve ja nie die Stimmung mit, aber du siehst ja trotzdem, da sind mal die Schals draußen, da wird gehüpft, dies, das. Wirklich sehr stabiler Auftritt von Kiel bei uns auswärts, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, den Kollegen auch vor Ort, auch wenn es natürlich leider am Ende für sie mit der Niederlage hier rausgegangen ist aus Stuttgart. Kohle dann, haben wir gesehen, um was es geht. Zettel hing logischerweise eh aus, um was es geht. Der ganze Wilde Süden strahlt in Weiß und Rot, so unser Wolle Kivanek, Stuttgart kommt, unsere Vereinshymne seit, was ist jetzt überhaupt schon, 2-3 Jahre, die wir jetzt hier offiziell haben, immer vorm Spiel schon auch einmal Playback, einmal nur die Fans, was natürlich logischerweise zweiteres, nur die Fans immer viel, viel mehr scheppert. Auch das ist einfach geil, einfach geil. Oben auf dem Oberrang hing dann eben genau dieser Banner mit der ganzen Wilde Süden, strahlt in Weiß und Rot, drunter alle eine Fahne in der Hand, ich auch eine Fahne in der Hand. Ich werde auf jeden Fall keiner mehr, der gut wird in Fahnen schwenken oder was auch immer. Also da stelle ich mich eher dämlich an, habe ich gemerkt. Aber am Ende des Tages ein wunderschönes Bild. Alles in Weiß und Rot. Dieses Fahnenschwenken sieht natürlich auch extrem geil aus in Videos. Noch da, danke an jeden, der mir Videos geschickt hat, weil ich stehe ja immer drin. Ich stehe drin in den Choreos. Ich kann das nicht filmen. Deswegen immer geil, wenn ich da auch Videos bekomme von euch.
geile Blicke eben auf die Choreo, verschiedene Blicke auf die Choreo, die ich auch hier dann euch liefern kann in dem Video. Und es sah natürlich absolut geil aus und kann sich nicht satt dran sehen, weil so simpel ist das falsche Wort, weil es ist ein wahnsinniger Aufwand, wahrscheinlich die ganzen Choreos immer. Aber vom Angucken her einfach so ein simples, geiles, weiß-rotes Bild, zack, fertig, ganze Kurve, auch mal geil, wenn was die ganze Kurve einnimmt, das ist auch schon mal klar. Also sehr guter Start, ein geiler Start in das Spiel hinein. Dann ging es ins Spiel, aber auch da nochmal der erste Punkt, den ich aufgeschrieben habe, war zu einem Fangesang, weil eine Abwehr aus Granit, so wie einst Real Madrid, das zu bringen nach einem 0-1, also eben zu 0-Sieg bei Juventus Turin, kam schon extrem hart. Das Timing kam extrem hart. Und da muss man nochmal sagen, auch das ab ein bisschen weg von dem Kiel-Spiel, oder so ein bisschen zum Kiel-Spiel, aber ein bisschen genereller Blick auf die Saison, das ist auch einfach ein neues Feeling für uns, dieses ständige gefühlt alle 4-5 Spiele ist ein Spiel, in Bezug, darauf will ich hinaus, dass das gefühlt nicht ranreifen kann, wie groß das war. Wie gesagt, Dienstagabend, wir waren ja auch im Stream dabei, Spielfazit ist draußen, Streamhighlights sind draußen, dies, das, Last Minute bei Juventus, hochverdient, erster Champions-League-Sieg in dieser Saison, steht auf 4 Punkten ganz gut da mittlerweile, für den restliche Champions-League und Weiterkommen und sowas gesehen, die Chancen, was das angeht, aber eben auch generell seit 14,5 Jahren, das war Vereinsgeschichte Dienstagabend. Aber geht der Trick weiter. Samstag Kiel, Dienstag Lautern, dann geht es nach Leverkusen am Freitag, dann nach Atalanta. Ne, diese Zeit ist nicht da, dass du so richtig ranreift und so richtig verarbeiten kann, weil ständig was kommt. Na gut, Länderspielpause, mal eine Woche Pause und dann hast du da halt irgendwie 5-6 Spiele zu verarbeiten. Plus bei uns stellen ja auch die ganze Zeit noch irgendwelche Spieler ab. Dann trifft eine Nationalmannschaft wieder das, eine coole Geschichte, die man im Kopf hat. Also diese ganzen Geschichten, eben gerade so riesen Siege wie Juventus, die hat man natürlich gefühlt und so weiter. Ist alles richtig und man hat ja auch den Mittwoch, den Donnerstag, was auch ich, aber trägt Samstag Kiel weiter. Die Zeit ist nicht so richtig da, ist so richtig ranreif, wenn man so richtig Zeit hat, das alles richtig zu verarbeiten, wenn ihr versteht, was ich meine. Gerne in die Kommentare, wie ihr so das Gefühl habt, aber es ist ja auch eine neue Geschichte, ein neues Gefühl für uns, neue Saisonstruktur für uns als VfB-Fans einfach in diesem Jahr. Und dann Undav trifft, nach wunderbarer Vorbereitung von El Bilal Touré, Startelf, glaube ich, das zweite Mal nach Hoffenheim. Generell fand ich gut, Undav Bilal da vorne drin. Und auch da, der hat die Ruhe weg, der bleibt ein bisschen am Ball, steckt ihn dann durch. Kurz war die Abseitsangst da, am Ende war es ja keins. Und dann Undav halt auch, den musst du erstmal so machen. Den musst du erstmal da oben so entspannt reinchippen. Und auch, du siehst, diese Entfernung macht es schwer, auf dem hinteren Tor irgendwelche Entfernungen abzuschätzen. Das sah es aus, als hätte er wirklich noch ein paar Meter vom Keeper. Ich glaube, in der Wiederholung habe ich es dann gesehen, war schon relativ nah auf dem Keeper. Also den musst du erstmal so gekonnt dann da reinchippen. Sehr, sehr geile Nummer. Auch Undav erzählt nach dem Spiel nochmal, dass er eigentlich hätte gar nicht starten sollen, sondern eher Karasor. Und das war so ein bisschen der Wechsel. Die beiden, Karasor kam manchmal nochmal rein, aber war eben ein bisschen angeschlagen. Und dann kam auch direkt der Jubel an Herrn Hoeneß, was auch danach erzählt wurde in der Mixed Zone. Also sehr, sehr interessante Nummer. Auch eben merkt man auch wieder, dass es da stimmt im Team, dass es da stimmt. Also eben witzig gemeint, dieses Trainer, hätte ich mich doch lieber von Beginn an schon aufstellen sollen. Ich habe es auch gesagt, dass ich spielen möchte und so Geschichten. Klassischer Undav halt. Dann merkst du eben auch, dass es einfach stimmt in dem Team. Sehr geil gewesen, geile Hütte, 1-0. Und aber auch aufgeschrieben, entspanntes Spiel soweit. Also es lief so, wie man es erwartet hat. Kamen keine bösen Überraschungen. Kiel war auch nicht schlecht. Also die waren schon dabei, hatten hier zwei kleine Geschichten mal, auch in Richtung unserem Tor. Aber ja, an sich alles entspannt. Alles genauso, wie ich sagte, Spiel war in unserer Hand, alles in Ordnung. Und dann eben auch nochmal vor der Halbzeit darfst du auf 2-0 stellen. Ich glaube, Stiller war das dann. Brutal geil rausgespielt oder auf kurzen Distanzen gespielt, gefühlt Tiki-Taka gespielt, hier mal durch die Beine durchgelassen, dass der Hintermann den Ball bekommt, einfach wirklich sehr, sehr gut rausgespielt. Und dann steht er, glaube ich, was 10 Meter vor der Hütte oder sowas, haut das Ding leider am langen Pfosten vorbei, da darf es gerne 2-0 stehen. Dann zweite Halbzeit, Traumtor El Bilal Touré und spätestens damit ist er richtig, richtig angekommen bei uns, Dortmund getroffen, bei Juventus getroffen, jetzt eben auch hier getroffen, Startelf, das erste Mal getroffen in der Startelf, und was eine Hütte. Was eine geile Hütte. Ich glaube, ich habe sogar Schuss gerufen oder irgendwas und der jagt das Ding rein und es war einfach auch wieder so ein geiles Feeling von du kannst dem Ding zugucken, wie das Ding reinsegelt. Das war das letzte Mal so gegen Dortmund, Demirovic, der Kopfball, konntest du auch zugucken, wie er so
ja, sein Weg ins Tor findet, sage ich mal. Und das konnte es bei dem Schuss auch, sobald der Ball vom Fuß war, hat man gemerkt und gesehen, da gibt es nur ein Ziel und zwar ins Tor. Der segelt da rein Richtung Knick oben. Absolut geiles Tor. Ne? Auch das wieder Tor von Selbstbewusstsein. Ich nehme den Ball, ich hau den da jetzt rein. Geile Hütte, geiler Spieler auch. Bin echt gespannt, wie der sich noch weiterentwickelt. Auch noch sehr jung. Wir haben eine Kaufoption, dies, das. Alles noch viel zu früh, weil es irgendwann erst um nächsten Sommer dann geht. Die Thematik holt man ihn nicht. Weiß gar nicht, ob es da eine Kaufpflicht gibt, ab irgendeinem Zeitpunkt, gar keinen Plan. Aber auf jeden Fall reift er hier langsam ran, der Bilal Touré. Das kann uns nur gut tun. Noch mehr Breite, noch mehr Qualität, vor allem in der Breite. Sehr, sehr starkes Ding. Was dann eher weniger stark war, war dann später die gelb-rote Karte von Chabot. Das war ein bisschen dämlich innerhalb von 2 Minuten. Ich habe die erste gelbe Karte gar nicht mitbekommen. Die zweite kriegt er wohl wegen irgendwie einen dummen Spruch oder sowas. Da, ja, kann man sich auch darüber aufregen, ob man ne, die Emotionen aus dem Sport rausnimmt, dies, das. Aber da fand ich Hoeneß wie immer sehr gut und abgeklärt, der auch da ganz klar angesprochen hat, das darf ihm nicht passieren und uns nicht passieren oder nicht mehr passieren, weil es einfach dämlich in ja, in irgendwelchen Anfängen von einer Rudelbildung oder whatever oder irgendeiner strittigen Szene wegen einem dummen Spruch vom Platz zu fliegen, ist einfach dämlich. Das hat keiner nötig. So, das ist nicht auf dem Level, was Bundesliga, Champions League und so weiter ist. Aber es ist allen bewusst, ist auch Chabot bewusst. Und hat am Ende des Tages ja auch nicht komplett ja, noch irgendwas umgedreht, weil das war ja auch so ein bisschen die Angst, scheiße, das Spiel wieder offen, möglicherweise offen, ne? Immer noch ein 2-0 gewesen, ne? Ist ja klar, aber eben ein Mann in Überzahl, die Kieler gewesen, davor ja auch schon direkt nach dem 2-0 eine gute Chance gehabt, den Nübel rausfischt aus kurzer Distanz, also wie gesagt, die hatten auch schon Chancen, wie gesagt, also wenn ich mich in Position vom Kiel-Fan versetzen würde, wäre ich nicht unzufrieden mit dem Auswärtsspiel gewesen, vermutlich, und ja, danach eben. Klar, das auch noch, was ich hier stehen habe, ist ja auch ganz klar, Fick gegen Leverkusen. Ne? Mal der Einschub noch, Chabot, Fick gegen Leverkusen. Ist schade, weil es ist wahrscheinlich der beste Verteidiger, der macht einen brutalen Job da hinten drin, aber Chase macht auch einen soliden Job. Du hast ja immer noch einen Roh, der eben dann später von der Bank kann, du dann von Beginn an reinstellen kannst. Du hast ja dann immer noch auch ja, einen Alda Kiel, der jetzt dann heute Spielpraxis bekommt in der dritten Liga, was auch ziemlich bodenlos ist, aber ist halt so in Sachen Zweitvertretungen. Aber der ist vielleicht auch fit für ein paar Minütchen oder für mehr Minuten dann in Leverkusen. Also habe ich jetzt erstmal keine Angst in Sachen Auffangen, was das angeht. Aber natürlich schade, dass er ausfällt für das Spiel mit der gelb-roten Karte. Kam eben dann auch Carasso rein, Roh kommen rein. Davor ja irgendwann auch schon nach dem Tor die Doppelauswechslung, kommen dann Demirovic rein, Führich rein. Also ich wohl dem, der so einwechseln kann. Ne? Dann mittlerweile, was er von der Bank kommt, klar. In dem Spiel auch speziell, weil eben rotiert war. Also das sind ja normalerweise eher Stammkräfte. Aber trotzdem, was da mittlerweile an Breite, an Qualität da ist, ist schon richtig stark. Und auch richtig gut eben auf diese lange Saison gesehen, viele Wettbewerbe gesehen und ja, hat das Spiel nicht so richtig kippen lassen. Es war schon mal gut, es war alles in Ordnung. Hat man aufgeschrieben, 76. 15 zu 5 Schüsse für den VfB. Auch hier geschrieben, öffnet das nochmal das Spiel. Hat es fast, 84. 2 zu 1, auch da schon hingeschrieben, nicht unverdient, davor Lattenschuss und prompt danach kam ihm der Treffer. Dann auch ein Freistoß von Führich, der am Pfosten landet, ein langer Ball. Also ne, Chancen auf beiden Seiten in dem Fall. Und dann ab da war ich mir sicher, jetzt holen sie es auch den Sieg, weil gelb-rot ab. 87., 88. rum und dann eben wieder Gleichstand auf 10 gegen 10. Und dann dachte ich, gut, jetzt holen sie es auch. Nochmal diesen Kopfball drin gehabt, der am Tor vorbeisegelt von Kiel. Aber an sich hatte ich hatte nie wirklich Angst, dass es sich nehmen lassen, sage ich mal. Ich hatte eher gehofft, dass nochmal das 3 zu 1 machen mit dem Konter und das Spiel wirklich vorbei ist. Haben es auch nicht geschafft. Eines Tages alles fein. Wichtig, verdiente 3 Punkte, wichtige 3 Punkte. 2-1 gegen Kiel, wie ich hier reingeschaltet bin, so muss er das Spiel halt auch mal gewinnen. Ein bisschen dreckiger, ein bisschen mehr Arbeitssieg, ne? In die Richtungen eben nicht noch irgendwie das letzte Tor nochmal eins fischen lassen, wie gegen Mainz zum Beispiel, oder erst gar nicht dazu kommen, dass du in Führung bist, wie gegen Hoffenheim oder so Geschichten. Alles fein, alles Weiterentwicklung mit Rotation und so weiter und so fort. Nach so einem Spiel bei Juventus, wo man denkt, jetzt schlag mal jeden Gegner, übertrieben gesagt, natürlich völlig übertrieben gesagt. Deswegen völlig fein, so muss ein Spiel auch mal gewinnen. 19 Heimspiele am Stück ungeschlagen, auch das breitet sich weiter aus, dieser Heimrekord, noch der wichtig und das muss auch so sein. Heim musst du eine Macht sein und das schaffen wir und es ist richtig geil. 50. Spiel von Hoeneß, ich glaube 29 Siege waren es jetzt, ich glaube der beste ja, 50-Spiele-Start von einem VfB-Trainer aller Zeiten, ich glaube egalisiert mit noch einem anderen, aber Hoeneß ist, ja, braucht man nicht mehr viele andere Worte zu finden, das ist brutal,
was der hier geleistet hat oder immer noch leistet, seitdem er hier da ist, in anderthalb Jahren grob, ist komplett geisteskrank. Vor anderthalb Jahren noch eben ohne Hoeneß haben wir noch auf Schalke verloren. Jetzt guck mal, was gerade bei Schalke passiert. Auch das ist sehr, sehr schade. Riesenverein. Tut mir echt leid für die Schalke da unten. Aber jetzt mal der Quervergleich, weil ich es irgendwann vor kurzem mal gelesen habe, dieser 2-1-Sieg von Schalke unter Labbadia noch auf Schalke, wo sie da verloren haben, ist anderthalb Jahre her. Jetzt guck mal, wo wir aktuell stehen. Juventus, Dienstagabend bei Juventus hochverdient gewonnen mit 0-1. Liga mittlerweile stehen wir auch wieder ein bisschen ja, konstanter drin und so kann man eben jetzt auch viel entspannter diese Spiele gehen gegen ja, Lautern am Dienstag erstmal. Freunde zu El Pokal wird auch geil, bin ich auch sehr gespannt drauf. Wie gesagt, Thema Rotation und so Geschichte, was da so passiert. Danach eben Leverkusen, bin ich auch dabei auswärts in Leverkusen, Topspiel. Danach Atalanta, Champions League, Topspiel. Danach Frankfurt zu Hause, Topspiel. Also da gehst du ein bisschen beruhigter rein, tabellarisch gesehen. Wie gesagt, nicht beruhigter im Sinne von, oh gut, da können wir jetzt mal hier und da auch patzen, weil das glaube ich nicht. Die Jungs haben schon Bock und den Jungs liegen ja generell auch immer mehr die Top-Spiele, die Top-Gegner, als vielleicht die es ein bisschen schwieriger machen, die ein bisschen mehr hinten drin stehen, die Hoffenheims, die von mir auch ein bisschen Prags der Welt, ne? So Geschichten. Deswegen, das werden geile Wochen. Das werden richtig, richtig geile Wochen. Jetzt stehst du eben erstmal ein bisschen konstant im Mittelfeld. Bist deutlich näher an Europa natürlich dran als an irgendwelchen Abstiegsplätzen in irgendeiner Form. Aber der Sieg war brutal wichtig. Und das hast du ja auch gesagt vom Spiel. Das ist das wichtigste Spiel aus diesem Block. Erstmal dieses Kiel-Spiel haben sie auf ihre Seite gezogen. Am Ende des Tages auch verdient. Also, falls ich hier ein bisschen zu negativ bin, keine Ahnung. Am Ende des Tages natürlich verdient. Hab's ja vorhin mal vorgelesen. 15:5 Schüsse aufs Tor. So Geschichten oder Schüsse generell. War natürlich verdient. Aber am Ende im 2-1 natürlich auch ergebnistechnisch ein bisschen knapp und ich fand jetzt, Kiel hat es echt ordentlich gemacht für einen Aufsteiger, der immer noch sieglos ist, wie gesagt, also da wäre ich als Kiel-Fan gar nicht unzufrieden mit dem Auftritt, kann man drauf aufbauen, aber für uns natürlich wichtig, die 3 Punkte, verdiente 3 Punkte, wichtige 3 Punkte, Heimspielserie hält an und jetzt ihr ab in die Kommentare mit eurer Meinung zum Spiel, eurer Meinung zum VfB, ja, für die nächsten Wochen auch, Hoffnungen, Erwartungen. Auch vielleicht, wie gesagt, ob euch dieses Feeling auch erwischt mit diesem, wir haben nicht genug Zeit, hier alles zu verarbeiten, was passiert, Thema Juventus Turin und der Sieg. Wie gesagt, ab in die Kommentare damit. Danke fürs Zuschauen, wie immer gerne kostenlos Like und Abo da lassen, ganz klar, wichtige Geschichte. Sind ja noch nicht ganz, ne, sind Anfängen, aber wir sind auf dem Weg zu den 10.000, was natürlich ein Riesenziel wäre und sehr, sehr geil wäre. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.